Unser nächster Redner wird der Klaus Lederer, Dr. Klaus Lederer, seines Zeichens Berliner Innensenator von der Linken. Und auch der Dr. Klaus Lederer setzt sich schon sehr lange für die Cannabis-Legalisierung ein. Ich kann mich erinnern, als ganz junger Abgeordneter hat er schon Anfragen zur Cannabis-Legalisierung gestellt. Und mittlerweile vertritt er die Position ja auch ganz offen hier in der Berliner Landesregierung. Deswegen herzlich willkommen und ein großes Big-up an Dr. Klaus Lederer. Hallo Hanfparade, hallo Berlin. Sag mal, hast du eben Innensenator gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Also das wäre jedenfalls falsch. Ich glaube, du hast Innensenator gesagt. Also ich verantworte jetzt hier in Berlin die Kultur- und Europapolitik und bin Bürgermeister von Berlin, also der Stellvertreter von Michael Müller da drüben. 1997 war die erste Hanfparade. Damals bin ich da mitgelaufen und da hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es mal so weit kommt. Heute im Jahr 2021 wieder Hanfparade. Ich war damals 23, jetzt bin ich 47. Und wenn ich mal zurückblicke, dann müssen wir leider feststellen, dass von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, wir in den vergangenen 20 Jahren nicht wirklich vorangekommen sind. Drogensucht hat immer noch einen stigmatisierenden Impetus. Drogensüchtige gelten immer noch als gesellschaftliches Problem, wie überhaupt der Umgang mit Drogen generell als etwas Anrüchiges betrachtet wird, als ein Problem für die Ordnungsämter, als ein Problem für die Polizei. Wenn dann mal irgendwo Spritzbesteck in Spielplätzen liegt, was zweifelsohne beschissen ist, dann wird über die Süchtigen hergezogen und dann wird gefordert, dass härter durchgegriffen wird. Das ist der absolut falsche Weg. Drogen gehören zum menschlichen Leben dazu. Drogen sind so alt wie die Menschheit. Und ich finde es schon interessant, dass das Bierchen am Abend, das Schnäpschen am Abend, die dritte Schachtel Zigaretten gesellschaftlich nicht dieselbe Ächtung erfährt wie die Tüte oder wie die eine oder andere Pille. Und wir müssen uns ja eins klar machen. Ordnungsrechtliche Dinge kosten ein Schweinegeld, ordnungsrechtliche Dinge stigmatisieren und Kriminalisierung führt zu alles anderem als zu einem rationalen Umgang mit Drogen. Es ist in den vergangenen Jahren nicht nennenswert gelungen, trotz Repression, den Konsum von Drogen und den Handel mit Drogen und auch schwerste Kriminalität bei der Beschaffung von Drogen und bei der Weitergabe von Drogen nennenswert zu unterbinden. Warum nicht? Es ist relativ einfach. Der War on Drugs ist verloren. Und anders als in der Bundesrepublik Deutschland hat man das in den Vereinigten Staaten erkannt. Man hat es in Spanien erkannt. Man hat es in Portugal erkannt. Überall sind in den vergangenen Jahrzehnten deutliche Liberalisierungsanstrengungen unternommen worden. Man hat darauf gesetzt, Menschen aufzuklären. Man hat das Ganze unter gesundheitlichen Aspekten gesehen, auch unter freiheitsrechtlichen Aspekten gesehen. Man hat dafür gesorgt, dass Menschen aufgeklärt worden sind über die Risiken des Umgangs mit Drogen. Man hat dafür gesorgt, dass Menschen, die drogenkrank sind, Hilfe bekommen, statt kriminalisiert zu werden. Man hat dafür gesorgt, dass nicht irgendein Scheißzeug auf den Schwarzmärkten verkauft worden ist, sondern dass es legale und gute Wege gab, Drogen zu bekommen. Und man hat dafür gesorgt, dass die damit verbundenen Probleme von heute auf morgen verschwunden sind. Und verrückterweise hat das nicht dazu geführt, dass mehr Drogen konsumiert worden sind, sondern es hat ganz real dazu geführt, dass weniger und vernünftiger Drogen konsumiert worden sind. Es hat dazu geführt, dass die Krankheiten zurückgegangen sind, die Drogenkrankheiten zurückgegangen sind. Und es hat letztlich dazu geführt, dass Drogenkriminalität, weil der schwarze Markt ausgetrocknet worden ist, schlicht deutlich weniger stattgefunden hat. Also ich bin jetzt 47, wenn ich mal zurückrechne, ich war 23, als wir die erste Hanfparade gemacht haben. In 23 Jahren bin ich folglich, ach du Scheiße, 70. Ich möchte gerne, dass wenn wir uns zu meinem 70. Geburtstag wieder auf der Hanfparade treffen, das Betäubungsmittelgesetz nicht mehr existiert. Ich hoffe, dass dann Menschen, die wirklich ernsthafte Probleme beim Drogenkonsum haben, sich ohne Angst vor Kriminalisierung an Ärztinnen und Ärzte und an gesundheitliche Dienste wenden können. Ich bin dafür, dass wir in der Lage sind, uns unseren Drogenkonsum ganz legal an der Ecke, im Laden, im Coffeeshop und so weiter zu organisieren. Und statt zu stigmatisieren und statt zu kriminalisieren, der Umgang mit Drogen die Rationalität und die Vernunft erfährt, die er eigentlich verdient hat. Also, liebe Hanfparade, lasst uns weiterkämpfen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber es heißt, auch 23 Jahre später, gebt das Hanf frei. Danke.
Ja, zuerst muss ich mich nochmal entschuldigen. Vielen Dank, Klaus Lederer, dass ich ihn als Innensenator betitelt habe. Auch ich mache nicht jeden Tag die Moderation vom Funkturm hier in Berlin. Und deswegen, ich bin auch ein bisschen nervös gewesen, habe da den Innensenator mit dem Kultursenator verwechselt. Sorry, ich bin deswegen aber lange kein Kulturbanause. Ja.